vielleicht schon zu spät. Zu spät? Da, das Tor ist offen. Gehe, Held. Oder Undenkbares wird... Ja, ja, ich gehe schon. Vorher schaue ich mich... Was war das denn für ein Clipping-Fehler da? Das war aber ein komisches Monster, was ich da gesehen habe. So, bevor ich direkt zum Tempel gehe, werde ich hier noch ein bisschen looten. Ein paar einfache Gegner metzeln. Ich werde immer alle zu mir locken und mich dann einmal um die eigene Achse drehen. Ah, herrlich. Mal wieder so ein paar schöne, schwache Gegner. Sehr schön. Wie Bud Spencer mit den beiden Waffen einfach mal auf die Schläfen geklopft. Und dann kippt auch der stärkste Gegner um. Okay. Die Ecke haben wir auch nochmal jetzt ausgelootet. Dann hier noch ein paar Geier besiegen und dann sind wir auch schon fast weiter. Ach, hier tut sich ja doch noch einiges auf. Ich dachte, ich würde mich direkt weiter teleportieren, aber nee, ich darf mich hier noch ein bisschen durch ein paar kleine Monster prügeln. Wo bin ich da? Okay. Ich kann da hochgehen oder hier einfach weiter. Ah, ich gehe erstmal hier lang. Ah, da geht es anscheinend offiziell weiter. Dann kann ich mir auch noch die Ecke hier anschauen. Oh, ein Heldenmonster. Akil, das Schattenkind, Dünen-Räuberheld. Und ich brauche ein bisschen Leben und Energie. Tja, das war's mit dem Dünen-Räuberhelden. Pfad der Hatschepsut. Und Tempel der Hatschepsut. Anscheinend machen die Monster gerade ein bisschen mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde. Aber ich muss mich gerade ständig heilen. Natürlich sind es gerade auch sehr viele, die mich angreifen. Aber trotzdem... So, also müssen wir nach Babylon. Oh yes, endlich mal wieder was Grünes. Zumindest, eigentlich hätte ich lieber was Blaues, aber hey. Ja, wäre cool, wenn ich Magier wäre. Next time vielleicht. Oder ich gehe jetzt voll auf die Geistermeisterschaft und konzentriere mich nur noch da drauf. Dann brauche ich nämlich auf jeden Fall sowas. Und dafür eignen sich diese Beinschienen anscheinend sehr gut. Plus 11% Intelligenz. Nicht schlecht. So, alles einmal abgeklappert. Und hoch die Treppen. Hallo, bewacht ihr das? Gleich nicht mehr. So.
Wie ist das eigentlich mit den Geistern hier? Wenn ich gegen diese unendlichen Massen an Gegnern kämpfe, kriege ich auch theoretisch unendlich viel Erfahrung? Oder bringen die mir gar keine Erfahrung, sondern nur der Obelisk selbst? Ich teste das mal. Anscheinend kriege ich dafür Erfahrung. Naja. Oh yes, oh yes. Da haben wir doch unseren blauen Gegenstand, den ich unbedingt wollte. Und es ist auch noch ein Schwert. Oh, wie nice. Und er sieht auch noch gut aus. Es sieht auch noch gut aus. Physischer Schaden, perfekt. Giftschaden, Giftschaden, Durchschlags plus 18% Geschicklichkeit, plus 10% Energieregeneration. Was will man mehr? Wenn ich das jetzt mal vergleiche. Also wahrscheinlich ist es schlechter als die beiden, die ich habe. Aber vielleicht passt es in mein zweites Waffenset rein. Ich nehme an, dass der Giftschaden vor allem auf lebende Wesen wirkt. Hier habe ich Lebensentzug und hier habe ich auch Giftschaden und Lebensentzug. Wenn ich mir das mal anschaue hier, dann mache ich 237 Schaden. Ist besser als beide Waffen auf jeden Fall. Wenn ich hier mal wechsle, mache ich auch mehr Schaden. Warte mal, oder? Es wechselt gerade, weil ich hier gerade gegen einen Typen kämpfe. So, jetzt habe ich 237 Schaden pro Sekunde, jetzt habe ich 241 Schaden pro Sekunde. Was ändert sich noch? Mein durchschnittlicher Schaden geht runter, aber ich glaube, das hier ist auch schnell. Und das hier, der Hammer des Fanatikers, das ist ein langsamer Gegenstand, daher ergibt das auch Sinn. Ich gebe mir hier mal ein paar Punkte. Genau, physischer Schaden... Angriffsschaden in Leben gewandelt ist halt schon praktisch beim Hammer des Fanatikers. Angriffsgeschwindigkeit ist auch super. Schwierig. Ich werde das Ding erstmal hier anlegen. Lebensentzug ist halt auch super. Ich habe hier bei dem gar keinen Lebensentzug. Krass, jetzt bin ich hiermit. Zumindest SPS-mäßig, Schaden pro Sekunde technisch, gleich auf. Gucken wir mal, was wir damit hier anrichten können. Wahrscheinlich gar nicht so viel, weil das hier alles Untote sind. Oh. Okay, Giftschaden wirkt auf jeden Fall. Rein da. Oh, neue Musik. Und hier ist noch ein Brunnen der Wiedergeburt. Ich klappe hier nochmal alles ab zur Sicherheit und dann gehe ich durch diese massive Steintür. Was ist das für ein Portal, das hier so gut versteckt ist? Oh nein, schön ins Gift gelaufen.
das ist doch mal ein Geheimgang hier. Zumindest so angedeutet. Mechanikteile bekomme ich sehr selten. Nehme ich gerne. Ah, Gift, Gift, Gift. Oh, Heldenmonster. Kumoa, der fast gedarfte Zombie-Held. Oh, oh. Komm schon. Ja, geht doch. Und was Grünes. Jetzt geht's wieder rund. Ist ein Bogen, aber hey, ich nehm's. Nice. Schöne Doppelattacke. Die sehen einfach immer gut aus. Wo gehe ich lang? So, das ändern wir mit einem Klick auf E. Ich mag es, dass manche Gegner so verschiedene Stufen haben. Jetzt gerade bei den Skeletten und Geistern passiert es häufig, dass sie sich nochmal in so eine Art Unterform verwandeln. Ein bisschen Endboss-mäßig, ohne dass es dieses Endboss-Klischee ist. Finde ich sehr schön. Ja. So, was haben wir hier noch? Ihr seid gerade von den Toten auferstanden und dann komme ich und verprügel euch einfach wieder. Zurück in euer verdammtes Grab. Das war knapp. Und was habe ich davon? Nichts. Gar nichts. Hier war nichts. Die Halle des Prometheus. Ach, sehr cool. Geschichte von Prometheus ist ja auch eine schöne. Sandspuk ist übrigens ein sehr schöner Name. Und wenn es übersetzt wurde, wurde es auch... also wenn es frei übersetzt wurde, wurde es sehr gut übersetzt. Ich weiß echt nicht, wie die im Englischen heißen. Wenn die im Englischen Sand Ghosts heißen, finde ich Sandspuk schon wesentlich besser. So. Genug Energie. Komm schon. Yes. Das ist gerade echt nur looten und leveln. Da ist nichts. Kein Endgegner, kein Schatz am Ende des Tunnels. Nur ein paar Geister und Skelette, die auftauchen. Ja, halt hier ruhig den Kopf. Sonst fliegt er nämlich ab. Ich fall immer auf den Trick rein. Ich sehe irgendwo einen Knochenhaufen und dann erscheinen immer Gegner dort. Voll seltsam.
Oh oh. Magma-Käfer. Klingt auch wie eine Figur aus Yu-Gi-Oh!, also eine Karte. Oh, hallo. Sandspukfürst. Ja, hallo, ich habe gerade noch... Ich habe euch quasi gelobt. Ihr müsst mich nicht angreifen. Ich bin eigentlich ganz nett. Oh, er kann Sand herbeizaubern. Kann ich dich auch stunnen? Nee, natürlich nicht. Aber auch du hast wieder nur viel Leben und nichts dahinter. Du machst mir keinen Schaden, Digga. Ich klopp dich zu Brei. Ich wechsle mal kurz die Waffen, um alles auszunutzen, was ich habe. Oh, das ging ja wieder schneller als gedacht. Und jetzt bekomme ich sogar ein paar Kisten. Ein bisschen Loot für mich. Hm, okay. Und die königliche Truhe bringt mir... Nehme ich. Altar der Ewigkeit. Ich glaube, hier muss ich was reinstecken. Und ich glaube, es handelt sich um das Zepter der Ewigkeit. Ich speichere zur Sicherheit nochmal. Puh. Ein Portal nach Babylon. Ich freue mich irgendwie. Was mich nur irritiert, sind diese riesigen Tatzen, die hier an der Seite sind. Naja, ich gehe da mal durch. Möchten Sie das Portal nach Babylon betreten? Ja, möchte ich. Ja, ich will. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Die Gärten von Babylon. Wo bin ich? Sie derzeit besitzen ihr ein Portal in der Welt. Ich möchte ein neues haben und ich möchte mal gucken, wo ich bin. Hallo, Babylon. Orient. Was gibt es? Zum Beispiel einen gefräßigen Spurenleserbogen des Frostes. Hm, interessiert. Oder eine blutdurstige kleine Axt des Schreckens. Ja. Viel Glück. Vielen Dank. Wen haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein König oder es könnte auch ein General sein. Bei Inanna! Ich hatte gedacht, diese Portale seien ein Mythos. Wie hast du es benutzen können? Ach, das ist jetzt auch egal. Du sagst, dass Imhotep dich schickt? Es ist gut zu hören, was ein Monolog. Im Rang der Pharaonen kämpft. Ich hoffe nur, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Telkine. Ach, das ist jetzt auch egal. In die heilige Kammer im Tempel des Marduk. Er wurde vom Orden des Prometheus bewacht, aber alle sind in der Schlacht gefallen. Beeil dich, Krieger. Du musst ihn aufhalten, bevor er in die versiegelte Kammer einbrechen kann. Natürlich, ich laufe schon. Oh, ein Brunnen der Wiedergeburt. Und neue Gegner. Also, wobei, wir kennen die, glaube ich, in anderen Farben. Mit anderen Skins quasi. Ah, sehr schön. Ich mache nochmal einen Schritt zurück. Gehe nochmal zum Brunnen. Und möchte an dieser Stelle einfach mal Schluss machen. Ich glaube, das war die letzte Episode Titan Quest für dieses Jahr. Falls nicht, habt ihr auch Glück gehabt. Ansonsten können wir ja beim nächsten Mal hier weitermachen, in Babylon. Wir haben Ägypten geschafft, das freut mich. Es waren jetzt sehr viele Folgen hintereinander, wo ich nicht auf eure Kommentare reagieren konnte, zumindest nicht hier im Spiel. Ich freue mich trotzdem über alles, was ihr mir geschrieben habt. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und ich werde all das Wissen, all das geballte Wissen vielleicht in der nächsten Folge nochmal zusammentragen, beziehungsweise auf jeden Fall mitnehmen und für den nächsten Spielverlauf hier verwenden. Denn ich glaube, Babylon wird nochmal eine interessante Zeit hier, wenn ich mir das anschaue. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich in Babylon war. Aber muss ich gewesen sein. Ich habe das Spiel damals schon viel gespielt, aber ich habe auch sehr viel vergessen anscheinend. Ja. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für Kommentare, für Likes, für vielleicht sogar neue Abonnenten. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Titan Quest Anniversary Edition.